Halli, Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu. Huch, zu Gender. Zu Kingdom Come Deliverance. So. Diese Nebenquest habe ich ausgemacht in der letzten Folge. Und dann haben wir jetzt. Spüre Rapporte auf, ja, genau. Und, na, das wollte ich nicht. Und in der letzten Folge meinte ja der gute Zach, oder der schlechte Zach, oder was auch immer da dieser Zach für ein Zach ist, meinte ja, dass er den Wagen mit den Dingen da abstellt. Also quasi wie? Wie der andere mit dem Kupfer. Wo ist das denn jetzt? Hä? Moment mal. Spüre Rapporte auf. Habe ich das auf dem Kompass? Nö, ich hab das auch nicht auf dem Kompass. Hey, du. Bist du Rapota? Ah! Bist Was? Du blind in Gottes Namen? Hier gehen Leute. Geht's noch, mich so anzuschreien, du Verrückter? Willst du mich auch anschreien? Nö. Ja, hier nochmal. Ja, lauf gegen mein Pferd. Gefälligst, wie man reitet, du Tölpel! Ah! Nochmal. Verdammt! Au! Pass doch auf! Au! Ich mach das so lange, bis du tot bist. Verdammt! Was macht mein Zügel da? Mein Zügel will ihn peitschen. Huch, jetzt ist er weg. Ah, hat er sich durchgebiebt. Naja. Also, um mal Klarheit zu dingsen. Jetzt muss ich... Ich gehe mal hier hin. Der Bank, bla bla, gegenüber irgendwas, Gerödel. So. Hier, die, irgendwo hier. Wäre irgendwie eine Bank. Ja, Batz! Au! Spaten, geh halt aus dem Weg. Gender, langsam. Vorsicht. Die Bank auf dem Marktplatz. Und da sitzt er wohl und beobachtet sein Haus und verfolgt ihn auf dem Weg zur Arbeit. Die Frage ist nur, wo arbeitet er nochmal? Das habe ich irgendwie vergessen. Ja! Aber jetzt schaue ich mal hier, wo hier eine Bank ist. Volksbank, Kreissparkasse, ganz egal. Wo ist der Bäcker? Ist das der Bäcker? Nein. Hey, wo ist der Bäcker? Oben. Hä, wo bin ich denn? Völlig falsch.
völlig falsch. Pferd, was tust du schon wieder? Hier ist der Bäcker. Okay, also. So, Jenna, du wartest hier. Auf der Bank. Muss ich gerade nochmal lesen hier. Zudem sitzt er oft auf der Bank des Marktplatzes und beobachtet Florians Haus. Auf der Bank des Marktplatzes. Ey, danke fürs Gespräch. Auf der Bank des Marktplatzes. Das ist nicht die Bank. Wo ist hier eine Bank? Auf der Bank des Marktplatzes. Hier? Nein, kann nicht sein. Hier ist doch der Marktplatz, oder nicht? Zartes, frisches Fleisch. Denn hier ist Markt. Aber wo ist hier eine Bank? Hier ist der Pranger. Hey du, Wächter, wo ist hier eine Bank? Pater Fabian. Gute Frau, ich suche eine Bank. Der Vogt. Oder tatsächlich hier. Vielleicht kann mir der Wirt ja jetzt weiterhelfen. Gelobt sei Jesus Christus. Nee, leider nicht. Gott behüte dich. Upsa. Und was guckt die Wache da drüben so? Ich komme da nicht rüber. Ey du, was kannst du da so zu klotzen? Mal gucken, was der Florian so dabei hat. Nur Müll. Ah, guten Tag. Wo ist hier eine Bank? Ich meine, hier sind Bänke, ja, aber das ist doch, das gehört zur Schenke. Das ist doch nicht die Bank da vom Marktplatz. Ih, da ist ein Lokus. Ach, hier kann man sich setzen. So, und erstmal ordentlich an abdrücken. So, reingucken. Ja, da sind wunderbare Klumpen drin. Sehr schön. So, ich glaube, ich bin auch der Erste, der bei Kingdom Come Deliverance ins Klo guckt. Naja. Also Bank sehe ich hier keine. Und ich weiß... Oh, Moment. Wer ist er hier? Der Bäcker. Vielleicht weiß der ja was. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Nee, du... Möge Gott über dich wachen. Kannst mir nicht wirklich helfen. Wo zum Henker arbeitet nochmal Florian? Kann ich hier... Erledigt. Nebenquests ohne Fleiß. Flucht, Heimkehr, das Erwachen. Acht ins Jagdfieber. Feuertaufe. Schlangennest. Aktivitäten. Neben.
Ach nee, die sind dann hier neben. Kann ich die nicht irgendwie aufmachen? Rateierturnier. Ach ja, das war fehlgeschlagen quasi. Die habe ich alle. Nun, Jungfer in Nöten, das wär's halt. Ah, hier. Das ist so, ne? Ritter strahlender Rüstung zu werden. Es ist der Traum jedes kleinen Jungen, ein Ritter in strahlender Rüstung zu werden und eine Prinzessin aus einem Turm zu retten. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Traum wahr wird. Zumindest ein bisschen. Ich bin kein Ritter. Es ist keine Prinzessin, der ich zur Hilfe eilen muss, sondern eine Zuberdirne. Und sie wird nicht in einem Turm festgehalten, sondern auf einem Hügel. Ich weiß nun, dass Esther in einem Bergarbeiterweiler im Skalitzer Hügelland festgehalten wird. Ich muss nur noch herausfinden, wie ich unbemerkt hinein und wieder hinauskomme. Ich könnte mich natürlich auch wie ein strahlender Ritter durchschlagen, um sie zu retten. Sie haben Esther wie ein Tier in einer Hütte gehalten. Als ich sie losgebunden habe, hat sie kaum geatmet. So schwach war sie. Aber immerhin ist sie am Leben. Entgegen Florians Befürchtungen. Ja, das ist aber... Oh, was ist das? Ach, Säbelrasseln. Ja, das ist... E zeigen. Ich fand im Lager bei Priblitzlawetz einen Haufen... Groschen, die Meister Feivar später als Fälschungen entlarven konnte. Fälschen ist nicht nur ein Kapitalverbrechen, wieder die Krone, sondern auch ein Beweis dafür, dass ein Rathai mehr vor sich geht, als man auf den ersten Blick sieht. Spüre Rapota auf. Wie kann ich denn Rapota aufspüren? Wie denn? Wo arbeitet dieser blöde Florian? Badehaus war seine Olle. Waren wir hier beim Schreiber? Kann das sein? Ich gehe mal zum Schreiber. Beziehungsweise ich schwinge mich in meinen nassen Ledersattel und reite zum Schreiber. Ich glaube, der arbeitet beim Schreiber. Kann das sein? Da ist der Vogt. Und da ist der Feivar. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ne. Möge Gott über dich wachen. Huch. Da arbeitet... Huch. Mansch. Mansch. Jetzt manche ich hier ständig... Sasauer Schreiber. Bringt mir nicht viel. Der Vogt setzt sich dazu. Mann, wo arbeitet denn der? Ich weiß es nicht mehr. Ein Faulpelz. Tauge nichts. Ein Lehrling. Ach Mann. Bei seiner Arbeit... Wie konnte man nochmal das machen, dass hier nicht die Karte ist? Sondern die Quest da dran steht, die Questbeschreibung.
Ah, mit X Quest Log ein aus jetzt. Das Gedächtnis von Zahlen, ja, offenbar will mir auch eine Stelle weiter Fragen auf. Er erklärte mir normalerweise um 200 Kontakte. Ritter. Ach, hier ist die ganze Quest. Ah, man. Die Rohstoffe zum Fälschen. Kupfer, Jerome, Schlesien. Jerome, ja, ja, gut. Ja. Meistergraveur, wirklich von nichts. Aber sein Lehrling Florian erregte meine Aufmerksamkeit. Sein Lehrling, der Lehrling des Meistergraveurs. Ha! Noch herausgefunden. Muss man erstmal drauf kommen. Mit dem Questlog-Zeug da. War der hier? Wo war der Meistergraveur? Doch, der war hier. Der war hier irgendwo, ne? Nein. Hier drin? Nein. Moment, wo war der? Oder war der hier? Ich muss da hin. Ich kann mir das so... Mann, wie das shift. Ekelhaft. Ja. Er folgt ihm in die Arbeit. Das könnte sein, dass der dann da irgendwo rumsteht. Achtung, aus der Bahn. Mein Pferd spinnt schon wieder und rennt wieder gegen irgendwelche... Ja, auf dich zu drehen, Pferd. Und rennt wieder gegen irgendwelche Dinge. Irgendwann falle ich mit dem Gaul noch ins Wasser. So, wo war das jetzt? Wo war der Graveur? Hier war das, ne? Ja. Ja, Pferd, so geht das nicht. Hier geht's durch. Mann. Also echt. So, dann gehen wir mal dahin. Steht hier irgendwo ein Auto auffällig in der Gegend? Ich meine, gut, wenn hier irgendwo ein Auto stünde, das wäre auf jeden Fall auffällig. Hm. Warum ist der offen? Hallo? Florian? Meister Jerome? Was ist hier hinten? Warum bin ich hier? Sehen die mich hier, wenn ich hier ein Schloss knack? Ich speichere mal. Ich will das nur so. Will nur mal wissen, ob die mich hier sehen würden. Nö. Tatsächlich nicht. Das ist ja cool. So, hat sich auch ganz toll gelohnt für ein Schafsleder. Aber nö. Achso, vielleicht was zu essen? Naja, das Zeug ist so schnell kaputt. Oder hier? Alles nur Radieschen. So, haben wir noch eine Truhe? Nein, hier auch nicht. Könnte ich mich hinsetzen. Aber ich könnte auch wieder... Hopsa. Hier drüber hüpfen. Florian. Schreiber. Nein, Graveur. Mhm.
Ja gut, er würde es sehen. Okay, dann studiere ich nochmal die Questlog. Ich weiß halt leider auch nicht, jetzt ist 15 Uhr, ich weiß leider auch nicht, wie lange die arbeiten. Ob die bis 17 Uhr arbeiten, oder? Stattdessen warf es weitere Fragen. Also, er erklärte mir, dass es normalerweise von 2 Männern kontaktiert wird. Von einem Ritter und von jemandem, der wie dessen Diener aussieht. Das kann er nicht. Unerbittlich und sehen gefährlich aus. Ach so. Zu einer Wegekapelle südlich der Sasa-Wälder. Ja gut, aber da habe ich ja keinen Marker von dem her. Rapota folgt Florian auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Zudem sitzt er oft auf der Bank des Marktplatzes und beobachtet Florians Haus. Oft, aber anscheinend folgt er ihm immer auf dem Weg zur Arbeit und zurück. Das heißt, hier mit eurer kaputten Treppe. Ich bleib mal. Oh nein, ich setz mich hier mal hin. Und bin quasi der Bodyguard von dem Florian. So, und sobald der sich in Bewegung setzt, starte ich die nächste Folge. Und wir sehen uns dann da, wenn es wieder heißt, Time to Play, hier bei Kingdom Come Deliverance. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.